Wir gehen einfach mal da rein. Hier stimmt was nicht. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Ja, Sekunde, das stimmt hier. Was stimmt was nicht? Weil ich weiß, man musste da rein. So viel weiß ich noch. Und ich wusste, es war was Wichtiges. Sekunde. Final Fantasy. Nicht Final.com Fantasy. Mein Gott. Fantasy. 8. Raketenbasis. Sekunde. Da-di-dum-di-dum. Bei kerstin-spielelösungen.de. Ach du Scheiße. So. Fahrt in die Basis, achtet auf das kleine Häuschen bei der Basis treffen. Ohne großen Kontrollen lasst euch die Wachen durch. So, pass auf. Schon Uniform, verlasst ihr das. Nehmt die Treppe nach unten, checkt. Okay, Techniker bei Anschlussraum, wird euch den Gefallen. Okay, betretet den Raum, nächster Eindruck, klar. Die Wache das zu nett, lasst euch rein. Blind herumtippen und Fehler zu verursachen. Ach lol. Ich sag schon gar nichts mehr hier. Jetzt weiß ich's wieder. Entschuldigung. Ich weiß nicht, auf wie viel Ding. Wie viel. 20 Minuten. 10 Minuten glaube ich wird zu knapp. Okay. Jetzt hauen wir ab. Wer von den Wachen? Ach, so einer der kleinen Gurken wacht auf. Ganz toll. Kann er mal lassen, die Scheiße. Was machst du jetzt? Es ist noch nicht vorbei, hä? Komm, raus hier. Das Ziel für die Raketeneintritt, bla bla bla. Ja, okay, dann ab dafür. Gehen wir nochmal hier rein einfach. Bitte keine Gegner jetzt, ich hab keinen Bock drauf, die Scheiße. Entschuldigung. Natürlich kommen Gegner, war ja fast klar. Bum bum, dumm. Eine Heulechse. Im Ernst. Die jetzt mal kaputt kriegen hier, ja, geht doch. Wunderbar. Ist das Ziel auch hinüber? So, und dann ab dafür. Lasst es halt, ihr könnt die Raketen nicht mehr stoppen. Niemand kommt hinein. Macht, dass ihr hier wegkommt. Wir können nicht zulassen, dass die Raketen einfach abgefeuert werden. Und warum? Wegen unseren Freunden. Wir können sie auf gar keinen Fall im Stich lassen. Verstehe. Du bist tapfer. Ich werde dir etwas geben. An der Kontrolltrafe kannst du die Zielkoordinaten verändern. Benutze meine ID-Karte, um dich einzuloggen. Das Passwort lautet IDEA. Viel Glück. ID-Karte erhalten. Ist er jetzt tot? Nö, ist er nicht. Gut. Ah, ficken! Jetzt wartet da einer vor der Kontrolltafel. Kann doch nicht sein. Ja gut, ich mache auch noch schnell fertig. Pille-Palle. Oh lol, voll den Frame-Drop gerade wieder. Kennen wir ja schon irgendwoher, ne? So,
haben wir das auch schon erledigt. Wunderbar, Phoenix-Feder haben wir erhalten. Und 2 AP. Die GF Brothers hat ein Level up und wir können uns jetzt hier endlich einloggen. ID-Karte bestätigt. Passwort E. D. E. A. So, wir können die Scheiße jetzt umbauen. Login-System. Check-ID, okay. Check-All-Systems, okay. Bias, okay. Memory, okay. Network, okay. Safety-Unit, welcome to HDMS. Schneller! Noch 6 Minuten hier. 16, mein Gott. Target. Set Target. Wir kommen nicht auf Set Target. Set Error Ratio. Fehlerquote vergrößern. Das machen wir auf jeden Fall. Bing, 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 bing. Alter, wie lange das dauert? Zu 75% Zielverfehlung. Maximum rein da. Daten Upload. Das senden wir jetzt mal an die Raketen, damit es sicher geht. Yes, wir uploaden an Unit 1. Fertig. Unit 2. Fertig. Mach mal hier. Ich will das andere Menü da. Das Equipment. Kann man hier was ändern? Raketensilo. Marschflugkörper der Galbadi-Armee. Wieder Quote der Treffniker. Gut. Das haben wir ja gerade schon gemacht, die Error Ratio Simulation. Wow. Was eine Simulation. Achso. Geht noch weiter. Completed. Aber warum kann ich denn das Set Target nicht ändern? Das geht also nicht. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus hier und verschwinden. Wir haben noch 14 Minuten. Und ich habe das Gefühl, ich weiß, ich habe wirklich nur diesen einen Teil jetzt gerade auf der Komplettlösung durchgelesen. Ich wollte nämlich, ich war mir wegen was unsicher, deswegen scheißegal. So, hauen wir ab. Nein, nicht da lang, du Kackbratze. Da lang, genau. So. Hier lang. Wir müssen jetzt hier dringendst verschwinden. Und daraus... Ach, Kacke. Was bist du denn jetzt? Eine Heulechse. Erneut. Ja, Wein macht kaputt. Bei 13.2 hört's auf. Schraube bekommen. Sehr cool. Und 1 AP. Oh, das ist, die Laufzeit läuft trotzdem weiter. Das ist ja fies. Ist mir gar nicht aufgefallen bis dato. Hier ist kein Safe Point mehr. Okay. Hier hauen alle ab. Ich sehe nichts. Was hatte das gerade für dieses Viech? Hallo, geht's noch? Wie bitte? Wie bitte?
Wir können euch nicht am Leben lassen. Was soll ich den Edea sonst sagen? Sie wird mich dafür bestrafen. Hey Leute, seid ihr bereit? Jawohl, jawohl. Zeigt mal sehr kurz. Gut, dass wir 20 Minuten gewählt haben. Jetzt haben wir noch einen Boss vor uns. Nun, ab dafür. Und Maschinen sind bekannterweise immer sehr anfällig für Dinge. Wir nehmen mal Erde noch mit dazu und bei ihr auf jeden Fall Präserkoppel und machen die jetzt ein bisschen kaputtops mit unseren GFs und feuern die auch ordentlich brav an. S drücken, S spammen. 90. Und das bei so kleiner Frame-Anzahl ist ein bisschen kacke jetzt gerade. Nein! Kriegt noch irgendwie... Ja, super. Dadurch, dass die Frames hier irgendwie die ganze Zeit absinken während des Kampfes, habe ich ein kleines Problem. Weil ich nicht so gut drücken kann. Au! Bist du bescheuert? So, und wieder S drücken. 97 für den ersten Stopp ist super, finde ich. Die beiden spielen jetzt wieder schnick, schnack, schnuck. Und wir drücken weiter S. Kriegt die 130 hin? Jawohl. 138, das ist viel. Das ist verdammt gut. 1099 Schaden. Sehr geiler Scheiß. Und da fliegt im ersten Wort vom Deckel weg. Also, Zylinder ist weg und wir machen weiter. Mit Quisakottel und ich erwarte, dass der jetzt richtig brettert. 97 in der ersten Phase ist sehr gut. Wir verstärken natürlich hier mit S. 112. 120 kommt schon an. Jawohl. 120 haben wir hinbekommen. Sehr gut. Das muss jetzt Damage drücken, glaube ich. Oder hoffe ich. 1080 oder 1800? Ich glaube 1080 war das. Puff. Da fliegt der zweite Zylinder in die Luft. Der hat Blitz. Hat er auch Doppel? Er hat auch Blitz. Und er hat auch Doppel. Klar, die kriegen jetzt ordentlich Damage gebrettert, aber die beiden sollen Blitz zaubern und Selfie soll weiter mit Quisakottel arbeiten. Ich glaube, so kriegen wir das am schnellsten hin. Jawohl. Doch, da geht noch ein Zylinder in die Luft. Sehr gut. Ja, wir sollten lieber flüchten. Kommt gar nicht in Frage. Und nochmal zweimal Blitz hinterher geschissen. 100. 200 Schaden. Ne, 210 Schaden waren das. Und wieder Quetzalkoatl. Und wie viel kriegen wir nicht mehr hin? Nein, da habe ich es verkackt. Ganz blöde Aktion. Ah, Mist aber auch. Und hier mal Brothers mal raus. Da geht noch ein Zylinder in die Luft. Entfernt das Energieventil. Ay, Sir. Oh oh, Irvine kriegt jetzt voll einen ab. What? Der wird auch gerade voll einen abgekriegt. Irgendwann darf sich erstmal doppelt heilen. Rinderwahn gibt's jetzt für euch und zwar mitten ins Gesicht. Ach shit, da habe ich's verkackt. Schon wieder. Was ist denn nun los?
Komm, 110. Nein, ich war auf 111. Ach, Kacke. Das hab ich jetzt aber gerade ordentlich verschissen. Ja, 594 ist nicht so viel. Und Irvine ist tot. Und noch schnell Ebene gemacht und jetzt machen wir hier Quetzalcoatl auch wieder anfeuern. Wir müssen ihn ja irgendwie geschlagen kriegen hier. Wir haben nur noch 6 Minuten. Und ich muss bei Zeit noch was an der Auflösung von Final Fantasy ändern, definitiv. 913 Schaden. Steuerung ist futsch. Was? Haben wir es besiegt? Ja, wir haben es besiegt. Sehr gut. Das war's denn, oder? Oder wie jetzt? Hi. Naja, heiß war's. Ja, euch beiden, euch drei Grattler kriege ich ganz schön schnell kaputt. Das zeige ich euch sogar. Scheiß Überhitzung. Was sollen wir machen, Sir? Es lässt sich nicht mehr steuern. Wir reparieren das Ding später. Ihr repariert erstmal gar nichts mehr. Ihr werdet jetzt von mir kaputt gemacht. 5 Minuten habe ich noch. Ja, klar. Geh auf den los, du Spaten. So, reicht schon. Alle tot. Sehr geil. Keine Erfahrung, war ja klar. Macht einen Juni. Zwei Potion, das war's. Und 4 AP für die GF. Kann man hier noch was looten? Nö. Sieht ganz schön fies aus, das Teil. Glück, dass wir es kaputt gemacht haben. Ja, nu. Oh nein, jetzt kommt dieser Part wieder. Kann sein, dass ich den Teil cutte. Weil hier habe ich immer das Pech, ewig rumlaufen zu können. Bis ich finde, was ich finden muss. Das sieht halt echt minimal gemein aus hier. Na und nu? Das hier war immer ein bisschen buggy. Man muss sich irgendwie an eine Stelle geben. Und dann geht der Schmarrn los. Dann kommt man hier endlich raus. Ah, gucken wir mal. Aber wir kriegen erstmal nochmal Lohn, ja? Wir gehen jetzt gleich in die Luft, aber wir kriegen Lohn. Ja, nu. Leute. Ach, Final Fantasy 8, du warst an dieser Stelle seit jeher schon so schön verbuggt. Das ist unglaublich. Man kann übrigens immer noch reinlaufen. Kann man noch reinlaufen? Ne, man kann nicht mehr reinlaufen. Hallo Selfie, hallo Cell, hallo Irvine. Ah, jetzt sind wir eingesperrt. Squall würde schon irgendwie richten. Ob er sich um das Schulfest kümmern wird? Nein, nein, das kann ich nicht von ihm erwarten. Alles vorbei. Ja, unsere Freunde gehen jetzt in die Luft. Heute ist also der Tag.
Seit ich angefangen habe zu kämpfen, war ich darauf vorbereitet. Alter. Aber wenn ich daran denke, dass dies das Ende ist... Scheiße. Squall hat mir nicht vertraut. Deswegen hat er mich hierher geschickt. Was redet ihr denn da? Squall hat uns hergeschickt, weil er uns vertraut hat. Finde ich auch so. Entschuldigung. Da bin ich mir ganz sicher. Er war überzeugt davon, dass wir die Mission erfolgreich erfüllen. Nicht wahr, Squall? Alter.